Ja, jetzt muss ich so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich muss sagen, so die erste Halbzeit, wo ich mich daran orientieren möchte, ist für uns positiv gelaufen. Wir haben mithalten können, wir haben dagegenhalten können. Ich denke, dass wir gut gegen den Ball gearbeitet haben und auch uns die eine oder andere Chance herausgespielt haben. Bis zur 14. Minute hatte ich auf meinem Zettel mehr Chancenanteile und mehr Eckbälle auf unserer Seite. Das heißt, wir haben uns nicht versteckt. Und sind dann kurz vor der Halbzeit, wie es dann so im Fußball ist, unglücklich vor der Halbzeit in Rückstand geraten mit 0-1. Und es war total unnötig. Der Fehler liegt ganz klar bei uns auf der Seite. Das heißt, Eichel Schäfer hat den Ball den Gegner abgeschirmt, zwar in unserer Hälfte an der Außenlinie. Der braucht sich gar nicht mehr drehen oder der kann gar nichts möglich. Der Spieler ist fast tot. Und holt dann einen Freistoß raus. Und aus dieser Szene entwickelt sich dann das 1-0, eine Reihe von Fehlern, die sich dann angereiht haben. Und dann fällt das Tor dann auch sicherlich dann noch in einer kleinen Druckphase vom KFC. Und wenn du dann mit 1-0 so in die Pause gehst, dann weiß jeder, der Fußball spielt, was einen dann erwartet, wenn man wieder rauskommt und direkt fast eine Kopie, ich habe gerade mit einem noch von uns gesprochen, das 2-0 bekommt und dann bist du eigentlich komplett leer. Dann kommt eins zum anderen und dafür sind wir einfach noch nicht reif genug, deshalb stehen wir unten. Und alles andere, ich habe zum Peter eben auch vor dem Spiel gesagt, bevor ich jetzt zur Pressekonferenz muss ich erstmal runterfahren. Also der Schiedsrichter hat natürlich sein Übriges dabei getan. Ich will nicht sagen, dass er für beide Mannschaften, ich denke mal, wenn ich jetzt dem Schiedsrichter nach dem Spiel Glück wünschen müsste zum guten Spiel, würde ich lügen. Also ich würde sagen, schlechtes Spiel. Ob letztendlich wir 6-0 verlieren, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben am Ende klar und eindeutig verloren. Der KFC hat uns an die Wand gespielt. Wir haben uns unserem Schicksal ergeben und ich denke, dass der Sieg vielleicht in der Höhe für uns 2 Tore zu viel vielleicht. Aber ich denke, der geht in Ordnung. Wie er dann letztendlich zustande gekommen ist, gut, da denke ich mir jetzt meinen Teil besser und sage besser nichts mehr zu. Hinzufügen möchte ich, dass ich froh bin, heute hier zu sein, einen alten Weggefährten, den Väter, wiederzusehen. Wir kennen uns aus Jugendzeiten von Dortmund und Fortuna, Fußballlehrer, Lehrgang etc. Und wünsche ihm viel Glück. Ich hoffe, dass du oben mitspielst und aufsteigst, deine Ziele verfolgst und dem Verein wünsche ich alles Gute. Danke. Erstmal möchte ich das zurückgeben, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Natürlich jetzt mit dem Sieg im Rücken fällt es für mich ein bisschen leichter. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit sind wir erst so zum Ende hin, haben uns ein paar Chancen erspielt. Sehe ich das genauso, wie Harald das gesehen hat. Das zumindest auf Augenhöhe. Und wenn ihr, ich glaube, einen Pfostenschuss, wenn ihr da in Führung geht, dann wird es für uns nicht so einfach werden. Erstmal muss man allen 22 Akteuren Lob zollen auf dem Boden. Bei den Bedingungen war das ein Riesenspiel, muss ich sagen, von beiden Seiten. Dass wir dann in der zweiten Halbzeit, wenn wir so glücklich mit 1-0 in Führung gehen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann richtig Gas gegeben haben und den Druck entwickelt haben, den wir auch spielen können, dann war es logisch, dass die Tore fallen. Aber so verlaufen die Fußballspiele. Man muss sich jeden Zentimeter Boden muss man sich erkaufen. Und man muss immer dranbleiben und vielleicht haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen viel Glück gehabt, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann verdient. Über die Höhe müssen wir nicht sprechen. Darauf können wir aufbauen, so wie auch auf die Vorrunde. Ich wünsche dem Harald mit seiner Mannschaft, dass wir drinbleiben. Das Potenzial ist da, aber es gibt ja immer viel aufzuarbeiten, wenn die Hinserie nicht so läuft, wenn man dann kommt. Ich hoffe, dass wir die früh genug geholt haben und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, Peter. Gibt es Fragen seitens der Presse an die Trainer? Ja, Herr Löhr, bitte. Warum hat der Jochen Löffler den Elfmeter nicht schießen können dürfen? Er hätte auch die Chance zu einem Lupenhandtrick gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, das ist ja nicht mehr eure. Ich bin in der zweiten Halbzeit blind gewesen, weil der lag jetzt mit meiner Brille kaputt gehauen hat beim 1-0. Dann haben wir erstmal gucken, dass der auch Geld in der Tasche hat, dass er die bezahlen kann oder gut versichert ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Weil er kann die spielentscheidende Szene oder der Stand beim Spielentscheidenden hätte man ja schießen lassen können. Ja, aber okay, also wir wollen ja die Disziplin einhalten, so wie es abgesprochen ist. Und in einem Freundschaftsspiel macht man das schon. Dann lässt man mal so einen Kosisaka oder einschießen, damit er sich auch mal freuen kann. Aber er, sein Ticker, ist der Erste, Höfler ist der Zweite. Höfler hat, glaube ich, 3 Tore gemacht heute. Ist okay. Ist mir an sich egal, wenn er den Elfmeter schießt. Ja, aber